Hallo, meine Freunde und damit herzlich willkommen zum Bausimulator Gold. Zusammen mit dem vergoldeten Tino. Hallo. Hallo, Bausimulator Gold. Endlich wieder Bausim spielen. Ich konnte es kaum erwarten. Yeah, Party hard. Das funktioniert nicht. Ja. Hat er den Tieflader schon immer? Nein, denn der steht halt schon da. Ja, Bausimulator Gold Edition, alle, die gestern schon bei mir geguckt haben, ich habe da ein kleines sehr Übersichtsvideo gemacht, alle Fahrzeuge, die neu mit dabei sind, die DLCs, die damit beinhaltet wurde, etc. pp. Und ja, Fahrzeuge? Heute. Ja, Fahrzeuge. Und weil die DLCs, die mit dabei sind, beinhalten ja auch Fahrzeuge. Und ja. In dem Sinne geht heute das Let's Play los. Wir kümmern uns um die zwei Aufträge, die es da ist. Und der Tino ist ja schon mal richtig schön drinne. Mach mal die Stelz noch und fahr erstmal zum Fahrzeughändler. Mach ich. Machst du. Und den Blinker kannst du auch ausmachen. Was? Wie geht denn das? Ich habe ja keine Tastenbelegung mehr im Kopf. Achso, nee, stimmt. Blinker kannst du gar nicht ausmachen. Geht ja durchs Lenken. Nee, aber oben die Blinklichter. Naja, egal. So, wo ging's zum Händler? Ich glaube hier lang, ne? Achso, ich kann's ja mal markieren für mich, ja, warte. Oh, der Hänger lenkt. Arschloch. Der Hänger lenkt. Endlich wieder Bausim! Endlich wieder Bausim! Was hast du gemacht? Ich freu mich nicht, du hast mir in die Seite gefahren. Mich hat's gar nicht interessiert und dann bin ich in die Luft gebackt. Geradeaus. Warte mal hier, wir kuscheln gerade. Geradeaus, na gut, wenn du geradeaus sagst, dann fahren wir geradeaus. Ach, ich find's ein Traum. Lalalalala. Zu spät, okay. Die nächste rechts. Rechts? Rechts. Oh, der Anhänger lenkt allerdings, das muss ich wirklich sagen, sehr schön mitten in die Kurve, nur die links. Räder. Ja, das ist zu spät, ne? Nur die Räder drehen leider zu langsam wieder zurück. Der fährt dann immer noch ein bisschen schräg. Jetzt mal guckst, wie ich hier um die Kurve fahre. Warte. Und jetzt schlägt da hinten noch aus, so. Naja, ist egal. Gut. Ach ja, hier, die Brücke. Warum bin ich jetzt nicht eigentlich einfach geradeaus durchgefahren? Achso, nee, da. Achso, ja, stimmt. Gut, 50 km/h. Der ist ganz schön schwer. Weil der fährt nicht schneller. Nee, das ist wohl wahr. Der fährt echt nicht schneller. Nee, fährt auch nicht. Rechts runter. Ich bin Gabelstapler fahren, Mann. So, irgendwo da drüben muss der Händler sein. Ich hab voll mit Lenkrad fahren. Ach, scheiß noch die anderen. Hätte ich ja voll mit Lenkrad fahren können hier. Ah, da drüben, da stehen schon die Kräne. Da ist der Händler. Sehr schön. So, jetzt hier. Mit 50 km/h. Rum ums Körbchen. Dürfte kein Problem sein. Nö, da läuft er eigentlich schön mit. Aber siehst du, wie schräg der steht? Ja, ja. Also, die lenken zu langsam zurück, die Räder. Lenken zwar alle schön mit, kommst gut um die Kurve rum, aber dann. Ist auch nicht so, dass der driftet oder so, ist einfach nur, weil die Räder noch schräg. Na, ist egal. Ihr wisst doch, wir haben beim Bausim immer was zu nölen. Der hat sowieso. So. Und dann. So, na dann, was gibt's Neues? Soll ich auch mal gucken? Ja, du kannst auch mal gucken. Du kannst ja erstmal unter die Importfahrzeuge kannst du ignorieren. Steckt man aus? F. Ach, F war's. Okay. Also unter Anhängern hast du den Spezialtransport. Ja, Moment, ich komme ja schon. Was? Ich will ja auch gucken. Achso, ja, stimmt. Ja, alter Mann. Läuft da außen rum. So, F. So, Anhänger. Letzter. Ach, du grüne Neune. Ja gut, da sind durch die DLCs andere auch noch ein bisschen neue dazugekommen, ja, kennst du noch gar nicht. Auflieger-Britsche kenne ich nicht, Sattelkipper kenne ich nicht, Schwerlastanhänger, Spezialtransport-Auflieger, cool. Den haben wir jetzt dran. Fahrzeuge, ja, das weiß ich. Fahrzeuge, warte mal kurz. Okay, Drehbohrgerät, das war ja dieses Bohr-DLC da. Raupenkran ist neu. Right. Und den kaufen wir uns jetzt auch. Der ist aber groß. Der, kling, kling. Der ist auch groß.
Und da würde ich sagen, steigen wir erstmal ein. Ich will fahren. Wo ist denn der? Auf dem Hof. Auf dem Hof? Ja. Yep. Boah, Alter. Hör doch mal auf, hier immer außen einzusteigen. Das leckt wie Scheißdreck. Auf dem Hof. Ja, ich wollte eigentlich nur, dass du mal eine Runde mit den Dings drehst. Wieso ist der jetzt schon auf dem Hof? Weil der auf dem Hof so geliefert wird. Der liefert gar nicht hierher? Nein, der liefert auf dem Hof. Und auf dem Hof müssen wir ihn dann erstmal aufladen. Das klingt kompliziert. Ist leider simpler das gehalten, wie gedacht. Klingt nach Bugs. Ja, naja. Wir nehmen jetzt erstmal den ersten Auftrag an, wenn es angenehm ist. Ja, klar. Und zwar Wind. Aber mit Raupenkran. Ja, logisch. Windkraftanlage. Eine Windkraftanlage sollen wir bauen, ne? Da bin ich aber gespannt. Alter, das leckt wie Hundekacke. Jetzt. Nicht der gelben Linie folgen. Nö. Da ist ja die Baustelle, nehme ich an. Richtig. So, na gut, Okay. Ja. Entschuldigung. Oh, rechts. Meine Aufnahme versaut. Rechts. Leck mich doch am Arsch. Mal, wenn wir zwei auf einer Insel wären und wirklich die einzigsten wären, würde ich dies tun. Ach. Könntest du mal schöne Kokosnüsse für mich sammeln gehen? Ich werde gar nichts machen, lieber verrecke ich. Du Junge, da würde ich dir erstmal als übelstes Survival Camp würdest du mit mir erleben. Ja. Das Interessante ist, wäre, wenn Kinder für uns beten was machen würde, ich würde länger leben. Denkst du? Du brauchst mehr Wasser wie ich. Ja, ich habe aber trotz all dem mehr Reserven wie du. Du schaffst es bis 4 Wochen ohne Nahrung. Siehst du mal. Aber nur 3 Tage ohne Wasser. Ja, das Wasser ist ja nicht das Problem. Und du dehydrierst eher wie ich. Aber ist auch scheißegal. Wenn nicht, mache ich dich nix. Tot. Ja, genau. Kann auch hier links fahren. Genau. Und alle wieder weggerannt. So, warte mal, dann hier vorne. Wo müssen wir hin? Rechts. Ach. So, Spezialtransporter. Die werden auch immer größer hier. Irgendwann hast du einen, der so, wo du gar nicht mehr hier irgendwo hinkommst. Der hat dann 48 Achsen. Schön wär's. Du musst die Ampeln abbauen. Ja, da nee, doch. Hätte man reingemusst. Nee, passt. Um. Geht doch. Ach, da steht er doch. Lol. Da wird ein Einzelteil geliefert? Ja. Yep. Wie dumm ist das denn? Ernsthaft jetzt? Ja. Sag jetzt nicht, wir müssen die Sachen einzeln hinfahren. Nee, auf den Auflieger drauf. Ah, das ist der Hänger, mit dem man den transportiert? Richtig. Das ist geil. Und jetzt, was muss ich machen? Rückwärts. Ja, ist mir schon klar, dass ich da rückwärts hin muss. Deswegen bin ich ja extra hier vorgefahren. Gang. Nee, du kannst okay. Nur nicht rückwärts drücken, weil du zu wenig Leistung hat. Oder? Double net. So, und jetzt? Am besten so Bilder daneben stellen. Und dann laden wir den jetzt erstmal auf. Wir müssen sowieso erstmal Vorarbeiter ansprechen, bla bla bla. Aber wir laden ihn jetzt erstmal auf. Dann haben wir uns schon mal ready. Ne, den musst du mit dem Kran aufladen? Ja, das Ding ist für den, die Topflat-Kräne können wir bis darüber nicht manövrieren. Und mit denen vom Britschenbaren würde ich es jetzt ungern versuchen. Ich verstehe das Prinzip von diesem Kran noch nicht. Mit dem Britschenwagen? Nein, weil du sagst, ich muss das mit dem Kran aufladen. Die Topflat-Krane, die kommen jetzt nicht bis hier rüber. Ne, das ist schon klar. Mit dem Britschenwagen. Nee, aber meine Frage war jetzt, wir müssen das Ding mit einem Kran hier draufladen. Richtig. Dann sichern und dann zur Baustelle fahren und an der Baustelle wieder und dann an der Baustelle zusammenbauen. Das ist schon ein bisschen cool, ne? Ja, das ist ja das neue Feature. Feature. Guck hier, hat er schon drauf die Kette, ne? Macht er kompromisslos da rein, die heute. Ja, ich hab's zwar in den Vorstellungsvideo geschnitten. Weil dann doch wieder mal. Ja, sauber machst du das. Schön, da passt die Kette aber allerdings nicht hin. Ach, jetzt müssen wir erstmal die zwei Ketten dorthin fahren, ist ja geil. Nee. Wir bauen die zwei Ketten links und rechts hin und hauen oben drauf das Gerüst. Hä? Ja, das hält. Ja, aber das macht man doch nicht. Doch. Das nee. Doch, doch. Ja, rückwärts, please. Passt das so? Hängt da den Kleiner mit dran? Hä? Nix, passt schon. Lad auf. Ich halt lad auf, Oren. Halt Sappel. Ah, ne, ich bin auch im Boah, ich hab Hunger, mich kotzt das an, ey. Was denn du jetzt Hunger?
Weiß ich auch nicht. Wir haben auf die Uhrzeit geguckt, gut, bei mir ist es jetzt permanent helle. Wann kommt denn eigentlich bei dir mal die Erleuchtung? Ja, Donnerstag losgeschickt, bis heute nicht da. Na ja, gut, also. Bin ich geil. Ging bei mir schneller. Ja, ich war den halt, ne? Die 5 Euro extra haben geholfen, so. Aber du isst doch gerade was. Hm. Das heißt vom Armbrot. Was ist das? Irgendein Auflauf. Volle Begeisterung. So. Das soll die einfach hier drauf fallen, ey. Glaub's nicht. Das sind Ketten. Naja, ist ja egal, die gehen nicht kaputt oder was? Ne. Tipp, das Riesending. Alter, das kannst du nicht so machen in dem Winkel, ey. Das hält auch nie. Das schafft der Kran gar nicht. Verrückt. Bist ein verrücktes Hühnchen manchmal. Danke, danke. F klicken. Geht nicht. Wie, was steht dort? Ladung ist teilweise nicht richtig. Scheiße. Ja, der unterste, der guckt ein bisschen raus. Welcher, der linke oder der rechte? Der hinterste. Der hinterste steht drüber. Oh, jetzt ist das Ding einfach fallen. Weißt du, wie teuer der war? Jetzt der linke. 800.000 für den Arsch, Alter. Echt? Der linke oder der rechte? Der hintere, immer noch. Also der hier. Gut. Warte. Ja, nun geht. Oh, oh, dezent Parketten draufgezogen. Naja, das ist wenigstens. Halten, ne? So. Geh mal lieber runter weg. Kann ich halten. Zählt alles. Solange die Kramplätze verdichtet sind. Kramplätze müssen verdichtet sein! Teil der Ladung ist nicht korrekt verladen. Das geht aber. Mist, ich muss das scheiß Ding einfach ein bisschen höher machen. Nee, ein bisschen, warte mal, das gab. Ach, das gab jetzt hier raus. Moment, zack, zack, zack. Das ist zu weit hinten. Zu weit hinten. Wie zu weit hinten? Ach nö, jetzt. Das ist doch niemals mitgesichert. Mach mal nochmal aus, nochmal ab. Ach so, meinst du das? Ja, Moment. So, mach mal. Jetzt. Wunderbar. Ein paar Ketten drum gebaut. Ich wusste gar nicht, dass es viereckige Ketten gibt. Muss er mit dem Ding jetzt mitfahren eigentlich? Mit dem Wagen? Ich muss erstmal, ja klar, wir müssen das da erstmal aufbauen und wir bauen jetzt sowieso erstmal, also wir gehen jetzt sowieso erstmal. Ja, wie schon wieder die, nicht, keine Kollision funktioniert hier. Ah, kannst du kurz. Jetzt müssen wir erstmal zum Vorarbeiter. Ach so, gehen wir zum Vorarbeiter. Nee, du. Wo ist denn der? Der wurde, der ist bei dir eigentlich markiert. Du hast doch noch nichts unmarkiert, oder? Ich hab da oben so ein Dings stehen. Bei uns auf dem Hof? Da hab ich einen Schlüssel. Was ist denn der Schlüssel? Ignorieren, das ist das Ding zum Aufbauen dann. Was ist der Vorarbeiter bei uns? Nee, nee, dann ja. Ist er wahrscheinlich noch auf der Baustelle. Boah, Alter, diese Kamerakollision! Geh in die Innenansicht. Kannst du nicht fahren, ne? Wie geht denn das? V. V. Oh. So, auf geht's. Was nur wieder? Das war mir klar. Das war mir wieder so klar. Das ist klar, dass nicht schon eine Ampel durchpassen. Ja. Ich glaube, die Ampel noch drum rumfahren, Alter, ey. Das glaube ich jetzt nicht. Hätten wir es mit einzelnen hingefahren, so wie man es ordentlich macht, oder wir hätten es mit zwei hingefahren. Das wäre doch was gewesen, ne? Das Geist. Nein. Mit radikalem Speed hier sind wir hier unterwegs. Das stimmt allerdings. Ja, 80 steht drauf, ne? Wo? Auf den Auflieger unten. Naja. Irgendwas fehlt bei mir, wenn mir leuchtet eine gelbe Lampe inne. Ach ne, die Rundumleuchte ist an. Scheiße. Ja. Warte.
Kannst du mal zurückfahren, bitte? So. Peng. Kommt der raus? Nee. Bist du nicht so radikal da reingeknallt? Jo. Nee, du bist ja nach hinten drauf gefahren. Ich bin ja schon drüber gerutscht. Oh, die Kamera, Junge. Dass sie sowas nicht fixen! Jetzt immer wieder geil. So, was denn hier? Oh nein. War nichts Schlimmes. Aha. Drück mal Backspace. Ah, warte mal, ich hab eine Idee. Was soll ich drücken? Backspace. Mach dann da. Tut sie hier nichts? Nee, warte, ich hab eine Idee. Die Idee besteht aus. Die Stützfüße unten? Nee. Wie gehen die nochmal? Shift V, Quatsch, Shift QE, glaube ich. Ja. Ich bin schon am Arsch lecken, macht euren Scheiß alleine. So, tschüss. Ja, hat uns wieder. Bin an der Baustelle. Ja, was ist mit dem Scheißding? Mir doch egal. Ach, du Vollidiot. Na, ich hab die Scheiße nicht programmiert hier. soll der das programmiert haben, soll das Ding dorthin fahren? Obwohl, eigentlich ist deine Schuld, weil du hast so Kacke verladen. Mit einem halbwegs anständigen Fahrer, der nicht so fährt wie in Indien oder Polen, wäre das alles kein Problem. Ja, wenn du nicht noch hinten drauf gekachelt wärst, würde das Ding auch nicht so drin stecken. Ach, Quatsch mit so. Ja, ich mach das. Oh, er hängt wirklich. Setz die Scheiße jetzt zurück. Oh, ich krieg hier eine Menge. Ja, dafür müsstest du das Scheißding angegangen haben. Ja, Moment. Krieg ich vielleicht noch hin. Als hast du mir hier noch ein Auto im Weg gestellt. Ja, das scheiß KI-Fahrzeug soll ja eigentlich nochmal fahren. Gott verfluchte Scheiße nochmal, ja. Aber ab, ja. Ja, schieb's doch runter, dass ich nicht ran kuppeln kann. Ey, oh, egal, ja. Mach einfach nochmal weg, dieses Scheißding hier. Was soll ich überhaupt darstellen? VW. Mein Gott nochmal, so. Ne? Häng erst dran. Danke. Backspace. Warte mal, Stützhüse. Backspace. Wirklich, durchgehend. Passiert nichts, du Lappen. Mannei. Mannei. Oh, mach du. Oh, ich. Nee, bitte. Ding einfach nur festgefahren wieder. Voll stübel schon mal den Vorfall an. Aber das ist den Kran hier. Boah. Du wusstest schon, warum ich den Kran jetzt hier positioniere? Kannst du rein theoretisch hier? Ist doch doch passen, oder? Lass mal den ja. Ist das so. Also.
Ja, ruckelt ein bisschen. Wie dreht man nochmal? Y und X-Klub oder C, je nachdem. Da hängt immer noch da dran an dem Anhänger fest. Ja. Siehst du das? Steht auf jeden Fall stramm in der Luft, der Porsche. Also bei mir steht die Kette noch auf dem Boden. Ja, bei mir schwebt es in der Luft. Ich Wenn kann ich jetzt da. loslasse, Alter, da klatschen die Seile auf dem Boden auf, Junge, das gibt einen Durchschlag bis nach China. Also einfach mal los. Zack. Cool. Lalalala. Jo. Kommen wir gut voran. Genau, also es klappt wie immer. Irgendwie schon, ja. So. Da, 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 da. Dann lesen. So, warte mal. Ich kann mal gucken, was man hier aktive Aufträge. Sag mal, warum hängt der die jetzt nicht mehr an? Jetzt. Lebt das ist sogar hoch. Das ist ja scheiß Tieflader. Ja. Und. Vorsicht, Ampel. Ups. Kommen wir noch ein Stück vor. Komm ein Stück vor. Ja, es schielt doch aus. Ich war gerade nicht drin. Kannst du mal vorfahren? Na müh. Gut. Bastard. So, der Börsen. Ey, klotz drüber, Mann. Was du mal hinklotzt, ey. Oh Mann, ey. Wollen wir seinen Part beenden vielleicht? Ja, wenn es schon soweit ist, dann würde ich sagen, wunderbar, weit sind wir gekommen. Vorarbeiter wartet dann halt noch auf uns. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, mit das Däumchen da lassen nicht vergessen natürlich. Gerade für Tino seine Unbedingt. Leistung. Und Unbedingt. wir Auch Motivationsschub. genau. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.